So, kommen wir zum Review zu Das Testament des Sherlock Holmes. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Bissspuren, ziemlich tief. Ich würde sagen, von den Schneidezähnen eines Hundes. Hautfetzen, ein Fingerglied. Es wurde nicht abgeschnitten, sondern mit roher Gewalt abgetrennt. So, und ich muss sagen, das Spiel ist sehr gelungen. Also, es hat auch seine Schwächen. Das Positive ist aber auf jeden Fall die Story sozusagen. Es hat eine sehr interessante Story. Es ist sehr knifflig, denn es gibt wenig Hilfen, wenn man es auch nicht gerade so einstellt. Und es dauert tatsächlich recht lange, bis man zur Lösung kommt. Zum Beispiel stehe ich auch teilweise 5 Minuten da. Das habe ich dann teilweise auch mal rausgeschnitten und habe überhaupt nicht gewusst, wie es weitergeht, weil man einfach so wenig Hilfen hat. Das ist sehr gut an dem Spiel. Und gleichzeitig ist auch das Gute die Funktion, dass man einfach nachgucken kann, wie es geht mit einer Taste und dann eingeblendet bekommt, wo man noch nachgucken kann. Die Schwächen des Spiels ist definitiv an einigen Stellen die Grafik. Sie ist zweckmäßig, sie ist jetzt nichts Tolles und wenn man sich die Lippenbewegung anguckt, da gibt es schon deutlich Besseres. Es ist alles sehr stockend und auch die Gespräche unter den Personen, die zum Glück nur in den Nebensequenzen vorkommen, sind etwas langweilig. Das sind dann Unterbrechungen, die erst nach 2 Sekunden unterbrochen werden. Also eine Person sagt, ein Satz wird von der zweiten Person unterbrochen, aber dazwischen ist eine Pause von 2 Sekunden. Das wirkt alles nicht gut synchronisiert und die Gespräche sind auch teilweise etwas langweilig und man überspringt dann gerne, weil es zu langweilig wird. Nur dann kriegt man wieder irgendwelche Details nicht mit, die man braucht, um den Fall zu lösen. Aber insgesamt ist es ein sehr gutes Spiel. Gerade für den Preis, für die Xbox-Version liegt der Preis, glaube ich, gerade bei ca. 35 €. Das ist vollkommen in Ordnung. Und das Spiel kriegt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.